Yes, we can. Obamas uneingelöste Versprechen. Uneingelöste Versprechen natürlich auch vor dem Hintergrund, dass da enttäuschte Erwartungen gewesen sind. Die Erwartungen an diesen Tag sind auch nicht gerade klein, insbesondere an die Rede, die Barack Obama halten wird gegen 15 Uhr, 15.10 Uhr vor dem Brandenburger Tor. Sie sehen es, meine Damen und Herren, wir sind nach wie vor auf der Terrasse der Landesvertretung Rheinland-Pfalz mit dem Blick über das politische Berlin direkt hinter mir. Und einer, der Einblick hat in das politische Berlin und in die transatlantischen Beziehungen, ist bei mir. Hans-Ulrich Klose hat für die SPD und in der SPD so viele Ämter inne gehabt, dass die aufzuzählen uns schrecklich viel Zeit fürs Reden nehmen würde, ist aber nach wie vor Vorsitzender der deutsch-amerikanischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag und sowieso Außenexperte, habe ich schon gesagt. Wie nahe kommen Sie ran heute an den Präsidenten, Herr Klose? Naja, ich werde ihn sehen auf dem Pariser Platz, wenn er die Rede hält. Und heute Abend im Charlottenburger Schloss. Jetzt haben wir eben über Erwartungen gesprochen. Was sind Ihre an die Rede beispielsweise von Barack Obama heute Nachmittag? Nun, es gibt ja schon Verlautbarungen, worauf er sich konzentrieren könnte. Und einer der Punkte wird sein, eine erneute Initiative im Verhältnis zu Russland, das Nuklearsenal beider Mächte zu reduzieren. Die Rede ist um etwa ein Drittel. Und ich meine, das wäre schon ein Punkt, der wichtig wäre. Und wenn man auf die Beziehungen zwischen Deutschland und Amerika guckt, was denken Sie, was wird da kommen heute im Laufe des Tages, auch möglicherweise nach den Gesprächen mit der Bundeskanzlerin? Also es wird sicherlich mehrere Themen geben, die angesprochen werden. Das Schwierigste ist zweifellos der Datenschutz und das, was wir über den NSA erfahren haben. Das ist ein Thema, das muss unbedingt behandelt werden, obwohl es dabei auch eine Reihe von Missverständnissen gibt, so als würden sämtliche Mails, die da gesammelt werden, gelesen. Das ist überhaupt nicht zu schaffen. Es werden nur Verbindungen gesucht und wenn man Verbindungen entdeckt, dann wird genauer nachgeforscht. Nichtsdestotrotz gibt es offenkundig höchst unterschiedliche Auffassungen über den Datenschutz zwischen Amerikanern Deutschen. Wie würden Sie auch vor diesem Hintergrund, es gibt ja noch zwei, drei andere Beispiele, die man anführen könnte, wie würden Sie bewerten diese Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern? Sie haben sich verändert seit der Zeit Ende 89, weil auch die amerikanische strategische Positionierung sich verändert hat. Europa gilt aus amerikanischer Sicht weitgehend als befriedet und die Sicherheitspartnerschaft hat nicht mehr die Bedeutung, die es sie während des Kalten Krieges hatte. Heute ist es die Wirtschaft, heute sind es innenpolitische Themen, wie das genannte, aber sie sind unverändert pragmatisch und gut. Ja. Wo sehen Sie denn trotzdem Defizite? Wo könnte es anders laufen? Wo müsste es möglicherweise anders laufen? Wo haben wir so eklatante Unterschiede in der Auffassung von Politik und politischem Handeln, dass Sie sagen, nee, da sind wir nun überhaupt nicht mehr beisammen? Ich werfe mal ein Stichwort rein. Die Drohnenkriege beispielsweise. Naja, die Diskussion über Drohnen ist genau wie die Diskussion über Daten zwiespältig. Weil wir haben natürlich auch Drohnen. Wir haben schon Drohnen, sie sind unbewaffnet. Das ist der Punkt. Die Frage ist, wann werden wir sie bewaffnen? Und irgendwann, vermute ich, wird der Zeitpunkt kommen, weil es bestimmte Situationen gibt, wo man sie braucht. Nehmen Sie mal an, die Situation im Norden Afrikas. Wenn Terrorismus im Norden stattfindet, wie wollen Sie den bekämpfen? Ja, aber das würde heißen, dass wir unsere Normen, unsere Regeln, unsere Vorstellungen nach und nach anpassen an die Amerikaner? Nein, das nicht. Wir müssen nur gemeinsame Sicherheitsanalysen vornehmen. Und wir müssen im Kopf behalten, dass die Hinwendung Amerikas zum Pazifik bedeutet, dass die Europäer sich künftig um Probleme in ihrer Peripherie selber kümmern müssen. Und dazu müssen wir in der Lage sein, und das sind wir gegenwärtig nicht. Ja. Wenn ich diesen Gedanken noch mal aufnehme, was heißt denn das hier für die Bedeutung Deutschlands für die Amerikaner? Die Amerikaner schätzen die Bedeutung außerordentlich hoch ein, weil sie den Eindruck haben, dass wir eine zögerliche Vormacht sind in Europa. Wir hören das nicht besonders gerne, weil wir glauben, wir sind dafür nicht geeignet wegen unserer Geschichte. Aber wir sind nun mal eines der großen Länder in Europa. Und auf uns werden wir, auf die Briten und Franzosen, Verpflichtungen zukommen. Aber sind die Briten, weil Sie sie ansprechen, sind die Briten, Franzosen nicht ein wichtigerer Ansprechpartner, insbesondere in militärischen Angelegenheiten? Sie sind im Augenblick deshalb wichtiger, weil sie eher bereit sind, militärische Optionen auch zu nutzen, während wir in dem Punkt wegen der Politik der Zurückhaltung eher etwas zögerlich sind.
Wir werden aber als Europäer nicht drumherum kommen. Es geht nicht nur um uns, es wird auch um andere Europäer gehen, uns um die Probleme in unserer Nachbarschaft zu kümmern. Ja, Sie sagen, auf uns kommen Verpflichtungen zu. Jetzt gerade sagen Sie noch mal, wir müssen uns um die Nachbarschaft kümmern. Sagen Sie es mal konkret, was das bedeuten wird in den nächsten Jahren. Wir haben ja zwei Beispiele. Sehen Sie mal, Libyen und Mali. In beiden Fällen ist ein militärisches Eingreifen notwendig geworden. Die Amerikaner haben aber nicht die Führung übernommen, sondern haben es den Franzosen und den Briten überlassen. Und die Amerikaner haben sich auf eine Rolle auf dem Hintersitz beschränkt und haben Munition geliefert. Und Mali ist ein zweiter Anwendungsfall. Ist das eine Frage von Parteipolitik bei uns oder gibt es da weitestgehend Konsens? Oder würde eine SPD-geführte Bundesregierung, hätte eine SPD-geführte Bundesregierung in verschiedenen Punkten anders entschieden? Im europäischen Verbund darf man ja nicht außer Acht lassen bei der Geschichte. Ich würde vermuten, im Falle Libyen hätte der Deutsche Bundestag anders entschieden, als die Bundesregierung entschieden hat, weil es in diesen Fragen eine relativ breite Übereinkunft gibt zwischen den Parteien im Deutschen Bundestag, wenn ich mal die Linke ausnehme. Letzte Frage, was denken Sie, wie denkt Obama über Deutschland und Europa? Das schwankt. Einerseits gibt es eine gewisse Bewunderung in Amerika für die Deutschen, die die wirtschaftlichen Probleme offenbar sehr viel schneller überwunden haben als andere. Und es war ja interessant, dass Obama in seiner State of the Union Address Deutschland erwähnt hat, zum Beispiel wegen seiner guten Berufsausbildung, die beispielhaft sein könnte sogar für die Amerikaner. Andererseits erwarten Sie von uns, und das ist ein schwieriger mentaler Punkt, Sie erwarten von uns stärkere Führung. Und die können wir nicht leisten, weil wir für die nächsten Jahrzehnte noch immer von unserer Geschichte gefangen sind. Und das hören wir heute immer wieder. Und ich vermute mal, dass wir das auch mehr oder weniger verklausuliert oder direkt dann möglicherweise auch von dem US-Präsidenten hören werden heute 15 Uhr, 15.10 Uhr. Ich vermute das. Ja. Hans-Ulrich Klose, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, hier heute Morgen zu Phoenix in die Landesvertretung Rheinland-Pfalz. Sie müssen jetzt wieder das mitmachen, was viele Besucher dieses Events mitmachen müssen, nämlich durch unendlich viele Sicherheitsvorkehrungen, Schleusen, Schlangen, was wir alles heute Morgen schon gesehen haben. Herzlichen Dank, dass Sie trotzdem zu uns gekommen sind. Ihnen alles Gute. Und Wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Das auch und bis zum nächsten Mal. Danke. Ihnen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, Ihnen haben wir schon eingeblendet im Hintergrund.